Jo, liebe Leute, willkommen im Zündfunken. Heute ein Name, der mir sehr am Herzen liegt, den ich euch einfach ein bisschen näher bringen will. Und zwar ist das der anarchistische Lyriker, Autor, Essayist, Aktivist und was weiß ich noch, Dramatiker Erich Mühsam, wirklich ein kreativer Tausendsasser. Und ich mache das heute ein bisschen in Zusammenarbeit mit Anarchie und Cello, ein wirklich cooler Podcast, die anarchistische Theorietexte mit Musik unterlegt veröffentlichen, ohne Kommentare weitestgehend, sodass man wirklich einfach ein bisschen richtig schön zuhören kann, sich Gedanken dazu machen kann, gute Musik gibt es dazu. Also ich fange mal ganz kurz an tatsächlich mit einem Clip, der mir zur Verfügung gestellt wurde, einem kleinen Gedichtchen, was euch so ein bisschen primen soll, was der gute Erich so für ein Selbstverständnis hatte. Ich bin ein Pilger. Ich bin ein Pilger, der sein Ziel nicht kennt, der Feuer sieht und weiß nicht, wo es brennt, vor dem die Welt in fremde Sonnen rennt. Ich bin ein Träumer, den ein Lichtschein narrt, der in dem Sonnenstrahl nach Golde scharrt, der das Erwachen flieht, auf das er harrt. Ich bin ein Stern, der seinen Gott erhält, der seinen Glanz in dunkle Seelen stellt, der einst in fahle Ewigkeiten fällt. Ich bin ein Wasser, das nie mündend fließt, das tauend strömt, in Wolken sich ergießt, das küsst und fortschwemmt, weint und froh genießt. Wo ist, der meines Wesens Namen nennt, der meine Welt von meiner Sehnsucht trennt? Ich bin ein Pilger, der sein Ziel nicht kennt. Jo, das war Ich bin ein Pilger von Erich Mühsam, worin sich auch so ein bisschen widerspiegelt, was der Mann für ein unsteter Charakter war. Er war konstant unterwegs, hat viel gesehen, viel erlebt und über vieles geschrieben. Den Höhepunkt seines Lebens hatte er mit Sicherheit ich glaube, es ist der 9. November 1918. Nee, der 7. November 1918. Und zwar, ich als Bayer weiß natürlich, dass man Bayern den Freistaat Bayern nennt. Warum man Bayern den Freistaat Bayern nennt, wissen die wenigsten. Das ist nämlich die Tatsache, dass an diesem Tag die Monarchie gestürzt wurde in Bayern. Und der Ausruf, in diesem Augenblick proklamieren wir Bayern zur Republik, geleitet von seinen Arbeiter- und Soldatenräten, den er tatsächlich Mühsam auf der Theresienwiese getätigt. Und es gab in der direkten Aktion, das ist die Zeitung der FAU, gab es einen ganz, ganz wunderbaren Nachruf über Erich Mühsam. Und der erzählt eine kleine Anekdote, dass, was dann tatsächlich passiert ist in diesem Moment. Und das ist für mich wirklich, wirklich absolut stellvertretend für das, was ich persönlich mit Mühsam verbinde. Und zwar kam es zu dieser Proklamation. Ich werde später, wenn wir die Biografie durchgehen, auch nochmal kurz eingehen, wie es überhaupt zur Bayerischen Revolution kam. Ganz kurz nur, aber werde es kurz erwähnen. Und es waren an diesem Tag auf der Theresienwiese ungefähr 60.000 Menschen unterwegs. Und von diesen 60.000 Menschen, das war ein Pult, der bestand hauptsächlich aus USPD, ein paar Radikale von der SPD, Anarchisten, Kommunisten verschiedenster Couleur, Bauern, Soldaten, Arbeiter, haben sich ungefähr 2.000 Leute abgespalten. Und zwar sind die sofort nach dem Proklamieren der Republik in Richtung der Kasernen gelaufen. Und zwar waren da immer noch Soldaten. Das heißt, es ist also bewaffnete Soldaten, die auch noch offiziell dem Befehl des Königs unterstanden. Und der Zeitzeuge und Publizist Harry Kahn, der beschreibt, was passiert ist, als sie an diesen Kasernen ankamen. Ich lese es einfach vor. Ich persönlich sehe ihn immer, wie er an der Seite seiner ebenso handfesten wie herzensgütigen Frau an der Ecke der Münchner Theresienstraße aus dem Tramwagen springt und geschwungenen Regenschirms zur Türkenkaserne rennt, um die vor den geschlossenen Toren der Hochburg des königlich-bayerischen Militarismus stockenden Revolutionäre anzufeuern. Die erst lachenden, dann nachdenklich werdenden Soldaten zum Anschluss an seine Leute aufzufordern. Ich glaube, keine Geschichtsklitterung zu treiben, wenn ich sage, dass ohne Erich Mühsams Eingreifen in jener Minute die Sache des Münchner und damit des gesamten deutschen Umsturzes zumindest auf das Verhängnisvollste verzögert worden wäre. Denn es kam damals auf alles an, diese letzten und wichtigsten Machtpositionen der alten Gewalten auszuschalten. Das aber ist der ganze Mensch mit einem Regenschirm auf der Barrikade. Seine Frau Zenzel Mühsam schreibt dazu später in einem Brief: Wir kamen gerade in diesem kritischen Moment. Ich sprang auf das Verdeck des Autos, nahm die rote Fahne und schrie: Hoch der Friede und die Revolution. Dann zogen wir Erich Mühsam rauf, der eine wundervolle Rede an die Soldaten richtete. Da stürmten die Soldaten aus der Kaserne und zerschlugen ihre Gewehre auf dem Pflaster. Und mit Hurra verließen diejenigen die Kaserne, die ausbrechen konnten.
Und jemand, der tatsächlich Soldaten des Königs so belabern kann, dass sie voller Begeisterung ihre Gewehre auf dem Pflaster zerschlagen und sich dem kommunistischen Treiben anschließen. Ich glaube, über den sollten wir ein bisschen reden. Was sagt Nightmare Reddit? Ich hatte das Gedicht Die Pflicht während meiner späten Schulzeit immer bei mir. Sehr schön. Sehr schönes Ding. Vor einer Todesrune auch gelacht, ob wir ein Totenmondcover einspielen. Nee, tun wir nicht, aber wir werden tatsächlich das Gedicht aus dem Totenmondcover einspielen. Ich fange jetzt mal kurz ein bisschen früher an. Was steht hier? Erzählst du auch was über die Bruderschaft der Vagabunden? Vermutlich später in Britschon. Also ich werde so ein bisschen auf seine Wanderjahre und seine Haltung zum Lumpenproletariat werde ich auch eingehen. Aber jetzt fangen wir erstmal von vorne an. Ich sehe schon, es stößt auf Interesse. Das freut mich natürlich extrem. Erich Mühsam wurde geboren als Apothekerssohn und zwar im Jahr 1878 in Berlin. Er ist in Lübeck aufgewachsen und seine Familie hat noch eine ganze Menge anderer so mehr oder weniger berühmte Persönlichkeiten hervorgebracht, die wir in einem linken Podcast eher nicht behandeln werden. Das sind die meisten davon, sind gut bürgerliche Wissenschaftler, Mediziner etc. etc. Er hat auch seiner Familie ziemlich viel Ärger gemacht. Er hat bereits als Kind angefangen, Tierfabeln zu schreiben. Und das ist, ich liebe diese Info. Und mit 15 war er Autor satirischer Texte für die Clowns des lokalen Zirkus. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Mit 17 ist er dann zum Gymnasium geflogen. Wegen sogenannter sozialdemokratischer Umtriebe. Er hatte an die linke Lübecker Volkszeitung interne über die Machenschaften und Absprachen innerhalb des Schulapparates zukommen lassen. Was genau, habe ich nicht rausfinden können, aber es war hart genug, als dass sie ihn dafür gekannt haben. Er wurde dann tatsächlich Apotheker. Und ich habe hier ein Foto des jungen Mühsam, ungefähr aus der Zeit, in der er von der Schule geflogen ist. Schicker Schnauzer, junger Bursche ist er da. Und er ist dann Apotheker geworden, hat auch in dem Beruf gearbeitet und ist 1901 nach Berlin gezogen. Und dort fängt dann etwas an, was auch für seine Zeit damals noch verhältnismäßig krass ist. Er hat da in einer offenen Liebesbeziehung mit Johannes Noll, ebenfalls einem Anarchisten, also in einer homosexuellen Beziehung offen gelebt und hat die ersten Kontakte zur anarchistischen Bewegung geknüpft und hat dann auch für etwaige anarchistische Zeitungen, die ich leider nicht mehr finden konnte, im Sinne von, dass ich die Archive nicht gefunden habe, die hießen so Der arme Teufel oder Der Weckruf, hat er schon geschrieben. Und 1903 kam dann sein erster eigener politischer Text. Das war Die Homosexualität, ein Beitrag zur Sittengeschichte unserer Zeit, in Klammern Streitschrift. Und das ist ein sehr, sehr frühes, sehr, sehr interessantes Werk, von homosexueller, emanzipatorischer Kraft, dass es halt darum geht, dass in dem Buch geht es darum, dass Homosexualität natürlich ist. Und er agitiert da ganz stark gegen eine Pathologisierung. Und vieles an dem, also erscheint uns heute ein bisschen altbacken, aber ganz ehrlich, 1903 ist schon eine Hausnummer, um sich damit in die Öffentlichkeit zu wagen. Er hat dann auch seine ersten Gedichte veröffentlicht. Das ist ziemlich lang, deswegen lese ich es nicht vor, aber er hat zum Beispiel in der Tradition des deutschen Dirnenliedes einen Text namens Amanda veröffentlicht, den ich tatsächlich in der Vorbereitung für die Folge mit Kali auch nochmal gegengelesen habe. Und da geht es unter anderem, also geht es um eine Prostituierte, die von einem reichen Freier geschwängert wird. Und weil er sie im Regen stehen lässt, ersäuft sie erst ihr Kind und erhängt sich dann. Also ein ganz fröhliches Ding. Und was hier so langsam sich zeigt, ist, dass er hat so einen starken Spleen für das Lumpenproletariat, wie man es damals nennt. Also für die Ausgestoßenen, für die Leute, die noch unterhalb in der Hackordnung der Arbeiterschicht sind. Und das wird ihn sein ganzes Leben begleiten. Ich werde da auch immer wieder kurz drauf eingehen, wenn er sich darauf bezieht. Und genau, 1904 beginnt er mit seinen Wanderjahren, da zieht er einmal durch ganz Europa und ist unter anderem in Paris, in Wien, in München, aber, und das ist tatsächlich recht interessant, ich habe das Buch auch hier, er trifft dann am Monte Verite, das ist am Lago Maggiore, das ist der Reisebericht, Ascona, trifft er dann auf eine anarchistische Kommune. Diese anarchistische Kommune in Ascona, ich zeig mal kurz den Monte Verite, der ist hier, das ist ein Berg gewesen. Und hier an diesem Ufer, also an diesem Berg hängen am Ufer des Lago Maggiore, war diese anarchistische Kommune. Ich habe tatsächlich auch ein Foto aus dieser Kommune gefunden. Und was ich interessant finde, ist, dass man bei dem Foto meinen könnte, es sei irgendwie von 68, nackter Hippie bei der Feldarbeit. Ist aber kein Hippie, ist ein früher, ich würde sagen, bürgerlicher Anarchist. Es ist nicht besonders klassenbewusst zugegangen bei denen. Es war eigentlich eher so ein bisschen, lasst uns alle in Ruhe, wir machen jetzt hier Öko. Und sowas. Und tatsächlich ist das auch so ein bisschen der Inhalt seines Reiseberichtes. Also sein Reisebericht Ascona über diese Menschen oder über diese Gruppe von Menschen ist mit einer Mischung aus Faszination für die Konsequenz, mit der sie es durchziehen, aber tatsächlich ist da auch viel Spott drinnen.
Die haben sich zum Beispiel unglaublich was auf ihren Vegetarismus eingebildet und deswegen hat er ihnen ein alkoholfreies Trinklied über den Vegetarismus geschrieben. Das, ist tatsächlich, man kriegt das Buch Ascona, kriegt man entweder kostenlos im Netz oder man, also als digitales Buch, oder man kann sich für einen schmalen Taler kaufen. Meistens nur noch antiquarisch, aber schaut euch das mal an, weil tatsächlich eine Sache, die ich sehr interessant finde und die für ihn auch sehr, sehr wichtig war, war halt dieses Sehen, dass sich Leute selbst organisieren, dass Leute zusammenkommen, um sich zu organisieren. Und dann kamen ihm halt Ideen, die er hatte. So, was wäre denn zum Beispiel, wenn man so eine Kolonie gründet, allerdings nicht aus, ich bin jetzt mal gemein und sage, wohlstandsfrustrierten Reichen, sondern aus Leuten, die wirklich Schutz und Hilfe brauchen. Und er hat dann halt eine Vision gehabt von einer Kommune, in der, wie hat er geschrieben, ein Ort für entlassene oder entwichene Strafgefangene, für verfolgte Heimatlose oder für all die Opfer der bestehenden Zustände. Dazu ist es natürlich nie gekommen, aber ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen der Grundstein für ihn, immer wieder in diesem Milieu zu schreiben und zu agitieren. Er hat dann relativ zügig, also schon lange bevor die Kriegsanleihen rauskamen, hat er mit der Sozialdemokratie gebrochen und das dauerhaft. Und das Ganze hat er in der Öffentlichkeit mit einem kleinen Gedichtchen gemacht. Und ich glaube, Todesrune weiß, welches Gedicht ich meine. Magst du kurz spoilern? Landauer hat er auch in Ascona getroffen, aber Landauer erwähnen wir später nochmal, Nightmare. Genau. Ich spiele kurz das Gedichtchen ein, jetzt habe ich mich verklickt. Hier. Der Revoluzer, der deutschen Sozialdemokratie gewidmet. War einmal ein Revoluzer im Zivilstand, Lampenputzer, ging im Revoluzerschritt mit den Revoluzern mit. Und er schrie, ich Revoluze! Und die Revoluzermütze schob auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonst unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtenlichts. Bitte, bitte, tut ihm nichts. Wenn ihr ihn das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lasst die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiele ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revolutzt und dabei doch Lampen putzt. Jo, das ist tatsächlich sein berühmtestes Werk. Das habe ich so oft gehört und das war auch tatsächlich meine erste Berührung mit Erich Mühsam. In einem Geschichtsbuch an einem bayerischen Gymnasium zum Thema Weimarer Republik hing das so ganz unscheinbar ohne irgendeinen Kontext plötzlich in der Ecke in so einer Textbox drin. Ich habe keine Ahnung, wer es da hingetan hat, warum es da war. Wie gesagt, es wurde nicht irgendwie in einem der anderen Texte berührt. Und wenn ich ganz naiv bin, habe ich immer die Hoffnung, dass irgendein wohltuender Mensch wollte, dass wir was Gescheites lesen in einem Geschichtsbuch in Bayern. Es gibt tatsächlich Versionen von allen möglichen Leuten. Ernst Busch hat es vertont, Konstantin Wecker hat es vertont und unter anderem, worauf sich Totenmond auch bezogen hat, hat das auch Totenmond vertont. Also es ist wirklich ein absoluter Klassiker und ich kann jetzt natürlich hinterher viel behaupten, aber ich kann es tatsächlich seit über 20 Jahren auswendig. Er ist dann nach München gegangen und hat dort mit Gustav Landauer, der hier auch schon erwähnt wurde, Gustav Landauer ist der Begründer, der Begründer des ethischen Anarchismus. Das ist eine leicht spirituell sehr idealistische Haltung, um kommunistisch-anarchistische Einstellungen herum. Ich bin kein Landauer, wie soll ich sagen, Spezialist. Es gibt aber einige sehr, sehr wichtige Texte von ihm. Zum Beispiel, es gibt eine Basisschrift über den Sozialismus von ihm, die man tatsächlich gelesen haben könnte. Und sehr, sehr wichtiger Mann, jedenfalls, also und vor allem auch in der politischen Aktion. Also das ist eine Sache, wo wir halt jetzt auch gerade ganz deutlich drüber reden müssen. Wir reden jetzt nicht unbedingt von den Leuten, die theoretisch konstant immer am, wie soll ich sagen, zeitlosesten, die perfektesten Sachen geschrieben haben, aber die haben richtig Bambule gemacht. Also 1909 gründeten sie zusammen den Sozialistischen Bund. Und wieder war das Ziel die Agitation und Politisierung des Lumpenproletariats. Das scheint einigermaßen Aufmerksamkeit auf sich gezogen zu haben, weil 1910 erfolgte die erste Verhaftung von mehreren tatsächlich bei Herrn Mühsam wegen Geheimbündelei. Das ist allerdings in einem Freispruch geendet und er hat sich dann bestätigt gefühlt und hat sich gedacht, so jetzt erst richtig.
und hat mit der Zeitschrift Kain, ich zeig mal hier ein Bild, so hat er eine basisanarchistische Zeitschrift herausgegeben. Und ich muss das jetzt mit ein bisschen Humor sagen, das ist typisch für Erich Mühsam. Er steht da Herausgeber Erich Mühsam. Es ist aber nicht nur Herausgeber, sondern ich habe keinen einzigen Text in mir bekannten 12 Ausgaben keinen gefunden, die nicht von Erich Mühsam sind oder ist. Also es ist wirklich, er hat diese Zeitschrift komplett alleine befüllt mit einem ganz, ganz bunten Potpourri an Themen. Da geht es um Todesstrafe, da geht es um Nachrufe auf bekannte Genossen. Ich habe sogar einen Verweis, ich habe den Text dann nicht gelesen, aber sogar einen Verweis auf einen Text über Karl May gesehen. Also ein ganz, ganz buntes Potpourri. Er ist immer an der Armutsgrenze gewesen. Er hat sich ein bisschen von seiner eigenen reichen Familie aushalten lassen, hat dann immer wieder mit denen gehandelt, aber nicht vielleicht doch noch ein bisschen Geld haben dürfte. Und dann 1915 die großartige, und das möchte ich wirklich betonen, Crescentia Elfinger geheiratet. Zenzel Mühsam ist es eine Person, über die viel zu wenig gesprochen wird. Ich kann mich ihr in diesem Rahmen nicht wirklich groß widmen. Kleine Anekdote, die ich immer gerne erzähle. Crescentia Mühsam hat einen Sohn in die Ehe gebracht, dessen Vater sie zeitlebens verheimlicht hat. Also er hat nie gesagt, woher dieses Kind kommt. Da kann man jetzt überlegen, so, ist das vielleicht jemand Wichtiges oder sowas gewesen? Sie war tatsächlich vor und nach Mühsam, und das ist für mich persönlich ganz wichtig, sie war bereits sattelfeste Kommunistin, Anarchistin und war bereits revolutionär aufgestellt und hatte auch schon agitiert und gearbeitet. Und das war eine sehr, sehr produktive und sehr, sehr liebevolle Ehe. Treu ist er ihr nicht gewesen, aber das ist in der Welt von Erich Mühsam gibt es auch Schriften dazu, warum Monogamie Quatsch ist und sowas. Also er hat sich mit allem beschäftigt, was ihn interessiert, war da ein wenig unstet. Aber er ist bis zu seinem Tod zumindest, ist er ihr treu ergeben gewesen. Und dann wird es ziemlich heiß. Und jetzt springen wir mal 3 Jahre. Jetzt sind wir im Jahr 1918. Ihr wisst, der Erste Weltkrieg endet. Und beziehungsweise noch nicht. Aber er wird in der ersten Hälfte von 1918 wird er das zweite Mal verhaftet, und zwar wegen Betätigungsverbot, also Verstoßes gegen das Betätigungsverbot. Nach der letzten Verhaftung hat man ihm gesagt, er darf sich nicht mehr politisch betätigen, hat er sich nicht dran gehalten. Und er wird zu 6 Monaten Festungshaft verknackt, kommt aber ganz pünktlich raus, sodass er den großen Umschwung noch miterleben kann. Und jetzt muss ich ihn kurz ein bisschen, ja, mich kurz fassen. Ich würde gerne stundenlang darüber reden. Die Bayerische Revolution, nicht nur weil ich aus Bayern bin, sondern generell, weil sie ein super schönes Thema ist in all ihren Licht- und Schattenseiten, warum sie gescheitert ist, was passiert ist, ist ein großes Thema. Es gibt da 2 Bücher, die ich empfehlen kann. Das eine habe ich nicht gelesen, das ist aber mit Sicherheit sehr, sehr gut von Roman Daniluk. Das ist Untersticht Ober, das ist ganz frisch rausgekommen im Januar. Ich kenne andere Bücher von Roman Daniluk, deswegen gehe ich einfach mal fest davon aus, dass es gut ist. Und es gibt ein sehr, sehr geiles Buch von Simon Schaub, das heißt, ich glaube, der kurze Frühling, der Republik oder sowas, und das ist im Unrast Verlag erschienen, könnt ihr euch auch anschauen, ist sehr, sehr cool. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen, worum es hier jetzt geht, weil das ist tatsächlich einfach der Höhepunkt, das ist der Knall gewesen für den guten Herrn Mühsam. Und zwar, wir befinden uns gegen Ende des Krieges, es ist eine große Hungersnot, Bayern ist ziemlich arm, es hat wenig Infrastruktur, im Gegensatz zu heute, wo alle Bayern so ein bisschen als Industriezentrum kennen, war damals Bayern quasi ein Entwicklungsland, wenn man es so formulieren will. Es gab eine große Hungersnot, es gab keinen Bezug mehr zu den Kriegen des Kaisers, man hat sich nicht mehr verstanden gefühlt. Und da kam es zu einer explosiven Mischung, und zwar haben sich radikale Teile der SPD und der abgespaltenen USPD haben sich zusammen mit Kommunisten anarchistischer und marxistischer Prägung immer wieder in Bierkellern getroffen und haben dort heiß debattiert, wann ist es Zeit für die Revolution. Und als dann tatsächlich an einem relativ schicksalhaften Abend es war schon eher ein Prozess, aber klingt besser, wenn man sagt, es ist an einem Abend passiert, aber tatsächlich haben die Gebrüder Gandorfer haben dann die Unterstützung der Bauern zugesichert. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Moment, weil sie so weit gingen in ihrer Unterstützung, dass sie gesagt haben, dass während der Revolution würden sie sogar die Revolutionäre in München mit Nahrungsmitteln versorgen. Und es gab dann in einem Münchner Bierkeller das ist tatsächlich an einem Abend passiert, das musste um den 6. November herum gewesen sein, gab es einen ganz furchtbaren Streit zwischen den verschiedenen revolutionären Parteien. Es gab die Seite der SPD, die gesagt hat, ein bisschen Füße stillhalten, wir sind noch nicht so weit, wir brauchen noch und vielleicht wird ja eh alles noch ein bisschen anders. Es gab die Leute von der USPD und vor allem halt die Kommunisten um Kurt Eisner und dabei eben auch die ganze Blase mit dabei, Oskar Maria Graf, Erich Mühsam, Gustav Landauer, und die haben halt alle mit den Füßen geschart und waren halt richtig, die wollten es halt jetzt wissen.
Und man erzählt sich, also Oskar Maria Graf behauptet, dass der Streit dann so eskaliert ist, dass dann der Wortführer oder beziehungsweise der Moderator dieses Streitgesprächs in diesem Bierkeller dann irgendwann aufgegeben hat mit den Worten: Nachher machen wir heute Revolution, dann ist er Ruhe. Und dann kam es zu den Ereignissen, die ich am Anfang skizziert habe, am 7. November 1918. Der Freistaat Bayern wird gegründet. Der König flieht auf Anraten seiner Berater noch über Nacht. Wir Bayern lieben einfach, wenn man solche Sachen noch mit irgendwelchen sinnlosen Zusatzinfos andickt. Also angeblich war es ihm so eilig, dass er nicht einmal Buchsen hat einpacken können. Also er konnte sich nicht mal eine Unterhose einpacken. Solche Angst hatte er vor den Revolutionären ihrer Zeit. Tatsächlich war aber diese kleine Revolution in Bayern nahezu komplett unblutig, weil sie auf ein so breites Bündnis gestoßen ist. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr, sehr schön finde, die so ein bisschen die Geschichte, ich möchte sie nicht romantisieren, aber die Geschichte schön macht, dass die Bevölkerung stand so sehr hinter den Geschehnissen, dass es nicht nötig war, Gewalt anzuwenden, um einen Umsturz herbeizuführen an der Stelle. Leider endet diese Sache dann furchtbar tragisch. Und ich möchte aber vorher noch ein Bild zeigen, was ich sehr, sehr gerne mag. Und zwar haben wir hier ein schönes Foto von den Rotgardisten. Das ist also, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz wilde Mischung. Das ist nicht irgendwie einheitlich, es sind nur Marx- und Leninisten oder es sind nur irgendwie Trotzkisten oder was auch immer alles, sondern es ist wirklich eine ganz bunte Truppe an verschiedenen sozialistischen Strömungen, die zusammen machen und hier ein bisschen Bambule machen. Das ist tatsächlich der Münchner Hauptbahnhof, besetzt von den. Ja, unter dem Foto stand Rotgardisten, kann man jetzt sagen Schwarz-Rotgardisten, ist ja wurscht, aber jedenfalls schönes Ding. Das Ganze zerfiel dann leider auch in sich relativ schnell. Wie gesagt, Details holt euch bitte aus anderen Literatur, beziehungsweise wir wollen auch sehr gerne mal dazu eine ganze Folge machen, aber führt jetzt hier zu weit. Aber Anfang 1919 wird das Ganze dann auch mit Gewalt zurückgerollt. Und zwar schickt die SPD, ähnlich wie damals auch bei Liebknecht und Luxemburg, schickt sie rechtsradikale Milizen vor, um die Sozialisten beiseite zu schaffen. Vorher wird auch schon Kurt Eisner von Graf Acco-Valley hinterrücks erschossen nach einer Rede, die er gehalten hat. Und bei diesen großen Reinigungsaktionen wird dann auch Gustav Landauer ohne jeden Prozess in einer Polizeiwache im Flur einfach in den Kopf geschossen. Im Zuge der Verhaftungen wird Mühsam als treibendes Element identifiziert und zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt. Ich habe hier ein schönes Foto. Das ist die Gang in der Festung bei München. Es sind ein paar Namen drauf, die man vielleicht kennen könnte. Ich kann sie nicht alle lesen. Aber hier Thomas Hackel zum Beispiel und in der Mitte sitzt da mit der Pfeife Erich Mühsam. So ein bisschen im Ruhm des Revolutionärs. Ja, danach bleibt es aber nicht ruhig um ihn. Er schreibt noch im Gefängnis ein sehr, sehr umstrittenes Werk, auf das ich kurz eingehen möchte. Und zwar schreibt er im Gefängnis dieses Büchlein, Die Einigung des revolutionären Proletariats im Bolschewismus. Jetzt zückt der fanatische Anarchist innerlich schon die Pistole, ist aber tatsächlich ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Es ist natürlich aus der Perspektive eines Menschen um die 20er Jahre herum geschrieben. Das heißt also viele. Was wir sagen, Sachen, die wir zum Beispiel später kritisch betrachten an der Sowjetunion etc., können da noch gar nicht vorkommen. Es geht in diesem Buch tatsächlich darum, wie kann man sich angesichts dieser unglaublichen Gegenwehr, der unglaublichen Reaktion, die einem entgegenweht, dieser unheiligen Allianz aus Sozialdemokratie und protofaschistischen Kräften, wie kann man da eine Gegenmacht bilden? Und das war sein Ansinnen in diesem Buch. Ich fürchte, das ist nur noch antiquarisch zu bekommen, ist im Unrast Verlag erschienen in ihrem Klassiker der Sozialrevolte-Reihe. Da kann man jedes Buch von kaufen, wirklich, also jedes einzelne. Und ich möchte ganz kurz eine Passage vorlesen, wo es ihm um einen Satz geht. Und zwar geht es ihm um den Satz von Marx und Engels, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und er benutzt diesen Satz, um abzuleiten, warum dieser Satz als revolutionäre Floskel oder als revolutionäre Forderung ultimativ ist. Und ich lese das jetzt einfach mal direkt aus dem Buch vor. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Der Ruf, in den Marx und Engels ihr kommunistisches Manifest ausklingen ließen, steht im Anfang aller proletarisch-sozialistischen Manifeste, die seit 70 Jahren für Umsturz, Neuerung, Klassenkampf und Revolution werben. In ihn münden alle Erlasse und Kundgebungen unserer siegreichen Genossen in Russland. Es schmückt als Aufschrift die rote Fahne der jungen Sowjetrepublik. Soweit im Einzelnen die Forderungen der verschiedenen sozialistischen Richtungen auseinandergehen, in der Anerkennung dieses Satzes besteht Einigkeit.
Er enthält in der knappsten Form alles, was zum Erfolg der sozialen Revolution wesentlich ist. Der Appell wendet sich nur an Proletarier. Darin liegt das Bekenntnis zum reinen, zum bedingungslosen Klassenkampf. Die Bekräftigung der Einsicht, dass die Befreiung der Arbeiterklasse nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein kann. Aufgerufen werden die Proletarier aller Länder. Es wird also die Internationalität des Klassenkampfes betont. Die Notwendigkeit der Erkenntnis, dass die Ausbeutung von Menschenkraft durch privilegierte Menschen nirgends von Landesgrenzen aufgehalten wird. Und also die Pflicht zur kämpferischen Abwehr sich ausnahmslos auf die Proletariate aller Länder erstreckt. Die Mahnung zur Vereinigung endlich weist auf die Voraussetzung hin, unter der der Kampf gegen das tausendfach vertrustete, koalierte und versippte Weltkapital allein aufgenommen werden kann. Die Verbündung des Weltproletariats. Wie ein Fanal weist der lapidare Satz der entrechteten Klasse ihren Weg zur Befreiung. Daher fehlt es ihm auch nicht an allgemeiner Zustimmung. Zu ihm schwören Marxisten, Anarchisten und Syndikalisten ohne Unterschied. Denn das proletarische Klassenbewusstsein ist ihnen gemeinsam. Die internationale Bedingtheit ihres Loses haben sie anerkannt und Instinkt und Erkenntnis drängen sie zur Vereinigung im Kampf gegen die vereinigten Mächte des Kapitalismus. Ich mag diesen Textpassage wahnsinnig gerne, weil sie einerseits die rhetorische Gewandtheit von Mühsam wirklich sehr, sehr schön verkörpert und auch, weil sie für mich ganz persönlich, das ist jetzt recht subjektiv, einfach all das zusammenfasst, was für mich Essenz dessen ist, worauf sich auch jeder anarchistische Genossin berufen muss. Es gibt Dinge, die können wir einfach nicht verhandeln und ein postklasseorientierter Anarchismus ist für mich an der Grenze der Wertlosigkeit, beziehungsweise ist er eigentlich. Es gab, wie gesagt, ziemlich viel Gegenwind. Die Marxoleninisten wollten mit einem Anarchisten nicht so viel zu tun haben. Die Anarchisten sind richtig steil gegangen, die waren ziemlich stinkig auf ihn und haben gesagt, wie kannst du nur. Das Buch hat hinten drin noch ganz, ganz viele Passagen und auch Widerworte. Also tatsächlich ist es deswegen wirklich empfehlenswert. Holt euch das mal, arbeitet mal seinen Text durch und dann vielleicht auch die Repliken von kommunistischer oder anarchistischer Seite. Am 20. Dezember 24 wird er aus der Haft entlassen und startet sofort wieder durch. Und zwar bringt er diese Zeitschrift hier heraus, Das Fanal. Wieder mal nahezu komplett alleine befüllt. Außerdem bemüht er sich ab 24 maßgeblich in der damals KPD-nahen Roten Hilfe. Da er selber Opfer der Klassenjustiz war, weiß er um die Notwendigkeit eines linken Bündnisses, das politischen Gefangenen hilft, was ihn den Rausschmiss aus der Föderation kommunistischer Anarchisten Deutschlands einbringt. Das ist so ein bisschen so einer der Momente, wo ich auch sage, was ist denn bei euch nicht richtig? Müssen wir denn eigentlich immer Leute gleich rauskanten, bloß weil sie Alternativen suchen? 1929 tritt er allerdings selber aus der Roten Hilfe wieder aus. Ich kann darüber nur spekulieren, was da passiert ist tatsächlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass mit Ende der 20er Jahre die Entwicklungen in Moskau ihm sehr, sehr wenig zugesagt haben. Ich habe dann auch von anderen Quellen mal gelesen, dass viele kommunistische Parteien wurden dann so Moskau-treu, dass sie quasi immer gewartet haben mit Antworten auf irgendetwas, bis Moskau Antwort gegeben hat. Da kann mir vorstellen, dass ihm das auf den Keks ging. Das ist aber rein spekulativ. Er gründet dann oder beziehungsweise er tritt dann 1930 der Freien Arbeiterunion Deutschlands bei. Zusammen mit Rudolf Rocker arbeitet er dann eine ganze Menge und bringt dann, und das ist für mich so ein bisschen so ein schöner Knackpunkt, bringt er dann 1932 sein eigenes Manifest raus. Das habe ich hier auch liegen, total zerlesen, auch schon mehrfach durchgegangen. Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat, was ist kommunistischer Anarchismus? Sehr, sehr schönes Büchlein, gibt es wirklich für einen sehr, sehr schmalen Taler und auch komplett frei im Netz. Es ist ein Sonderheft des Fanals. Ich glaube, ich habe sogar ein Bild davon, von dieser Ausgabe. Ich glaube, so sah das aus, genau. Fanal Sonderheft, die Befragung der Gesellschaft vom Staat von Erich Mühsam, in seinem eigenen Verlag erschienen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Ding. Für mich hat es einen ähnlichen Stellenwert wie das kommunistische Manifest, auch von der Begrifflichkeit, deswegen nenne ich es ein Manifest. Es ist unvollständig, aber es ist ein guter Anfang. Es ist extrem motivierend geschrieben. Es macht wirklich Spaß, es zu lesen. Es geht da um Organisationsformen. Es geht dort um die Notwendigkeit zum Beispiel von Disziplin für Anarchisten. Also dass Basisdemokratie nicht heißt, dass jeder machen kann, was er will. Er schreibt hier zum Beispiel. Aber weder leugnen wir die Nützlichkeit des Spielleiters im Theater noch des Vorsitzenden einer Versammlung oder des Kapitäns auf einem Schiff. Das sind dann seine 2 Cent zum Thema, wie heutzutage Plenarsitzungen bei Anarchisten gerne ablaufen. Er geht auch hier wieder ganz stark auf das Lumpenproletariat ein, möchte tatsächlich hier einen besonderen Anknüpfungspunkt der Agitation finden. Ich mag seine Argumentation an der Stelle, sie inspiriert mich, beziehungsweise sie
sie erinnert mich sehr, sehr stark daran, dass wir heute zum Beispiel auch davon häufig davon reden, dass das Prekariat nicht organisierbar oder nicht politisierbar ist. Dazu möchte ich an das Interview mit Mario Candeas in einer sehr frühen Folge bei uns erinnern. Der sieht das anders. Thorsten Bebernetz hat das auch anders gesehen. Dem stimme ich auch zu. Ich finde es tatsächlich schade, wenn man solche Möglichkeiten an sich vorbeiziehen lässt. Deswegen gefällt es mir, wenn Leute sich dem Thema mal genauer widmen und sagen, dass hier auch revolutionäres Potenzial drin sein kann, wenn man auf die Menschen einfach nur richtig zugeht. Wie gesagt, altes Büchlein. Er schreibt selber in der Einleitung, dass er glaubt, der Welt nichts Neues hinzuzufügen, weil so viele Leute schon so viel über den kommunistischen Anarchismus geschrieben haben. Also er maßt sich da nicht an, jetzt großer Innovationsträger zu sein, aber er wollte es einfach mal in wenigen Seiten zusammengeschrieben haben. Ich kann das sehr, sehr empfehlen, auch an Nicht-Anarchisten, auch wenn ihr euch hinterher wütend darüber abarbeiten wollt, wie idealistisch das Ganze ist. Das ist fair, aber trotzdem lest es mal. Ich persönlich, wenn man mir jetzt das Kommunistische Manifest und die Befragung der Gesellschaft vom Staat hinlegt, ich weiß, was ich zur Hand nehme, weniger inhaltlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich zieht die Art und Weise, wie dieser Mensch schreibt, einfach rein. Nach einer Minute bin ich verloren und nehme nichts mehr um mich herum wahr. Ja. Er war an der Stelle dann immer noch eine ziemliche Galionsfigur. Und das wurde ihm dann tatsächlich auch zum Verhängnis. Er hat dann eine Rede gehalten. Das war so am Vorabend. Nee, es war tatsächlich schon. Entschuldigt, muss mich korrigieren. Er hat dann seine letzte Rede 1934 gehalten. Nee, 1933. Entschuldigt. Oh Gott. Da habe ich noch nicht mehr viel getrunken. Ja, und zwar kurz nach der Machtüberlassung, ich verwehre mich immer gegen den Begriff Machtergreifung, nach der Machtüberlassung an die NSDAP und Adolf Hitler hat er eine Rede gehalten und Anarchie und Cello liest uns das letzte Ende dieser Rede kurz vor. Und ich sage euch, dass wir, die wir hier versammelt sind, uns alle nicht wiedersehen. Wir sind eine Kompanie auf verlorenem Posten, aber wenn wir 100-mal in den Gefängnissen verrecken werden, so müssen wir heute noch die Wahrheit sagen, hinausrufen, dass wir protestieren. Wir sind dem Untergang geweiht. Das ist eine sehr dunkle Stimmung, die er damit verbreitet. Diese Rede hat er gehalten vor dem Schutzverband deutscher Schriftsteller, das war eine sozialistisch-oppositionelle Gruppe. Februar 33, wie gesagt, die Machtüberlassung, Todesrunde Sackart, Machtübertragung, gehe ich auch mit, hat bereits stattgefunden. Es kommt dann auch, wie es kommen muss. Der Reichstag brennt und es kommt zur ersten großen Säuberungsaktion im Dritten Reich. Und mühsam fällt dieser prompt zum Opfer. Ich habe hier ein Foto aus der Haft in Oranienburg hier. Er wird Häftling in Oranienburg und er hat trotzdem einen sehr, sehr starken Ruf, auch außerhalb der Gefängnismauern. Man erzählt sich, dass er als besonders unbeugsamer und sturer Gefangener gilt. Und er treibt es so weit, oder beziehungsweise es wird so weit getrieben, dass Josef Goebbels, Propagandaminister, dass der tatsächlich noch persönlich, es ist ein echt hässlicher Satz, in sein Tagebuch notiert, dieses rote Judenaas muss krepieren. Am 9. Juli 1934 dürfen ihn nochmal Freunde besuchen. Er teilt diesen in einem vertraulichen Gespräch mit, dass er gestern zum Selbstmord aufgefordert wurde und dass, wenn er diesem Suizid nicht nachkommen würde, würde man nachhelfen. Einer der berühmtesten Sätze von Erich Mühsam ist die Aussage, und selbst wenn sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Und leider ist das ein wenig prophetisch für ihn. Er wird am 10. Juli 1934 erhängt in der Toilette des KZs Oranienburg aufgefunden. Die Nazi-Presse ist ziemlich angetan von der Sache und lässt sich zu dem Titelblatt hinreißen. Der Jude Mühsam hat sich in Schutzhaft erhängt. Ich möchte kurz vorlesen, seine Frau hat dann beschrieben, wie ihr der Leichnam übergeben wurde. Der Sarg wurde geöffnet, vor mir lag mein Mann. Das Gesicht war bleich, aber ganz, ganz ruhig. Ein Streifen am Hals zeigte mir die Spuren des Strickes. Mein Schwager Hans sagte, entschuldige, mein Bruder, ich bin ein alter Arzt, und zog ihm das Hemd aus. Der Rücken war vollkommen verprügelt und getötet war er durch eine Giftinjektion und tot aufgehängt im Abort. Das heißt, die Nazis haben nachgeholfen, beziehungsweise haben ihn umgebracht und haben das dann wie ein Suizid aussehen lassen. Und damit endet dann auch so ein bisschen die Ballade von Erich Mühsam, wie so viele tatsächlich seiner Zeit. Also ich bin da recht schamlos und spanne da einfach einen breiten Bogen, ob Luxemburg, Liebknecht, Eisner, Landauer oder eben ein bisschen später dann auch Mühsam, dass so viele Leute mit einer solchen Grausamkeit bedacht wurden, die eigentlich nichts anderes wollten als Frieden und Gerechtigkeit stiften in der Welt. Das ist, finde ich immer besonders, also ist natürlich super, super moralisierend, aber ich finde das immer besonders tragisch, mich berührt das dann immer sehr und
Tatsächlich mag es, was Theorie angeht, größere und vielleicht auch wichtigere Köpfe gegeben haben, auch in Deutschland, ob das jetzt ein Rudolf Rocker ist oder sowas. Aber sein Werdegang, seine Mischung aus Wanderer und Autor und Herausgeber, er hat ja immer eine neue Zeitung gegründet, in der er seine eigenen Texte herausgeben kann, machen ihn für mich zu einem ziemlichen Wegweiser in oder in meinem eigenen politischen Leben. Wie gesagt, auch wenn ich inhaltlich an der einen oder anderen Stelle mich weiterentwickelt habe, komme ich zumindest emotional immer wieder auf Erich Mühsam zurück und greife mir seine Bücher. Und wie gesagt, ihr seht hier, ich habe hier einen ganzen Stapel davon. Ich habe hier sogar einen Comic über Mühsam Anarchist in Anführungszeichen, was ich auch sehr empfehlen kann, was fast ein bisschen spöttisch mit ihm ins Gericht geht, aber sehr, sehr liebevoll und hauptsächlich über seine ewigen Geldsorgen ist, also noch gar nicht so sehr politisch. Er hat dann auch, das ist erst nach seinem Tod veröffentlicht worden, hat er auch Namen und Menschen und politische Erinnerungen, hat er auch noch eine Autobiografie geschrieben, die auch sehr viel Freude macht zu lesen. Wie gesagt, für mich einer der ganz Großen. Ich brauche aber auch einfach immer ein bisschen Lyrik, sonst trockne ich aus. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht. Ich kann tatsächlich sein, dass ich mich in den nächsten Folgen oder irgendwann mal ganz gezielt mit einem seiner Bücher oder einer seiner Schriften beschäftige, ob das ein Senf oder ein Zündfunke ist und wir die mal wirklich auseinandernehmen und vielleicht auch eine kritisch-solidarische Haltung dazu einnehmen. Kann durchaus passieren, aber ich wollte euch erstmal einen groben Überblick geben über diesen, ja, ich möchte ihn fast Abenteurer nennen, der zumindest einmal in seinem Leben an einem Scheideweg der Geschichte irgendwie an vorderster Front dabei war und ja, ein inspirierendes Thema, wie ich finde. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.